Werte Parteifreunde, ich glaube, in den letzten Wochen, Tagen und Stunden hat jeder von uns schon einmal Angst gespürt, Ohnmacht oder vielleicht sogar Wut gespürt, weil man merkte, dass man plötzlich in dieser Situation gar nicht mehr richtig handlungsfähig war, dass man eben nicht mehr selbst entscheiden konnte, dass die eigene persönliche Freiheit auf dem Spiel steht und stand. Und genau hier sind wir als AfD gefordert, politische Antworten zu geben. Und wie es leider so oft ist, beschäftigen wir uns auch in dieser Zeit eher mit dem Inneren, mit dem eigenen und vergessen dabei, dass wir Antworten geben müssen an die Menschen, die uns vertrauen und gewählt haben. Wir müssen mehr nach außen wirken, wir müssen mehr klare Kante zeigen, wir müssen mehr bei den Menschen in Deutschland sein. Transparenter, mutiger, viel mehr mit klarer Kante und scharfem Verstand. Mit dem Herz an der richtigen Stelle, was nach wie vor für unsere Heimat schlägt. Und deswegen möchte ich auf der nächsten Landesvorstandswahl als Landesvorsitzender für Sie antreten. Weil ich meine, dass es Zeit wird für neutrale Ideen, für zusammenführende Ideen und vor allen Dingen für politische Antworten mit scharfem, wachem und klarem Verstand. Deswegen werde ich antreten, um für Sie und mit Ihnen gemeinsam als Landesvorsitzender die AfD Niedersachsen in ein starkes Niedersachsen 2021 zu führen, wo wir maximal erfolgreich uns den Wählerinnen und Wählern gegenüberstellen mit den richtigen Perspektiven und Antworten für unsere Heimat. Und deswegen bitte ich Sie, vertrauen Sie mir und lassen Sie uns eins gemeinsam unser Herz für unsere Heimat Deutschland und Niedersachsen schlagen. Dankeschön.